bisschen stressgefällig? Gerne. Herzlich willkommen hier bei Trainingsplan 146 bei DocSwim. Heute geht es um den 6x50 Meter Stresstest und jetzt mal ganz ehrlich, manchmal gehört Stress einfach dazu, denn jedes Training, das zur Weiterentwicklung dient, ist ja irgendwo immer ein Angriff auf den Organismus und bedeutet Anstrengung, Stress, Schmerz. Klingt gar nicht gut, aber wir haben das mal wieder richtig schön verpackt. Weiter geht's. Wir können das Blatt drehen und wenden, wie wir wollen. Ohne ein wenig Stress kommen wir einfach nicht weiter im sportlichen Training. Denn wie immer findet die Entwicklung, die persönliche Entwicklung ja an der Grenze der individuellen Möglichkeiten statt. Kurz geduckt. Und da wollen wir jetzt mal Und da wollen wir uns jetzt mal ganz gezielt hinbewegen. Denn für dich als Sportler sollten genau das die Momente sein, wo du innerlich jubilierst, wenn du nämlich das Gefühl hast, hier bin ich jetzt gerade mit meinen Möglichkeiten wirklich im absoluten Grenzbereich. Denn dann kommt es dazu, dass sich der Organismus weiterentwickelt. Denn das Gehirn ist ja auch durchaus schlau. Und denkt sich, wenn mir das nochmal widerfährt, dann schaue ich mal lieber, dass ich gut darauf vorbereitet bin. Das ist das Grundprinzip sportlichen Trainings. So einfach ist es und eben doch manchmal so schwer. Wir haben uns diesmal einen Test ausgesucht von Chet LeClos, den wir schon in einem Artikel dargestellt haben. Hier ist der Link dazu. Und das bauen wir jetzt mal geschickt um in eine Trainingseinheit, die für uns genau passend ist. Gerne hätte ich meinen Trainern früher gesagt, wenn solche Trainingseinheiten anstanden, schwimm's doch selber mal und sag mir, wie es ist. Ja, und das will ich jetzt mal besser machen. Deswegen bin ich auf dem Weg zum Trainingszentrum und springe jetzt gleich mal hinein ins kühle Nass, um auch direkt mal zu erfahren, wie sich so etwas anfühlt. Bevor es dann losgeht, hast du noch die Gelegenheit, mir bis dahin einen Daumen hoch zu geben, wenn du dich auf YouTube befindest, den Kanal zu abonnieren, das Video weiterzuleiten und oder, wenn du dich mal informieren möchtest über unsere Trainingsangebote hier auf Teneriffa, mal hier oben zu schauen, auf den Link zu klicken und dann sehen wir uns hier vielleicht demnächst mal auf Teneriffa und nehmen diesen beschaulichen Weg gemeinsam in Angriff. Da geht's hoch und dann sehen wir uns gleich wieder in Swimmer's Paradise. Hoppla, aber bevor es losgeht, wollen wir mal ganz kurz besprechen, um was es hier überhaupt geht. Fangen wir doch mal an mit 200 Meter Einschwimmen. Danach nehmen wir noch mal den Schwimmerschnorchel und schwimmen 200 Meter am Stück, technikorientiert mal die Technik wieder einprogrammieren, vielleicht auch technische Übungen mit Schwimmerschnorchel, einfach noch mal ganz ruhig die Dinge programmieren, auf die technischen Merkmale achten, die danach wirklich wichtig sind. Und danach viermal 150 Meter. Wir beginnen mit Beinarbeit, 15 Meter Sprint, um hier mal mit den großen Muskelgruppen auch das ganze System so richtig in Fahrt zu bringen. Danach 35 Meter ganze Lage in GA1. Das kann ruhig Beinarbeit weiter sein, ohne Brett dann oder auch mit Brett. Wir legen das Brett nach 50 Metern dann an den Beckenrand. In der Summe ja 4x 150 Meter. Das bedeutet, plus 100 Meter befinden wir uns wieder genau dort, wo wir das Brett abgelegt haben. Ganz schön schlau. Die zweiten 50 Meter sind dann Rhythmus- oder Teilübungen. Das bedeutet mal Armarbeit, drei Züge nur Armarbeit, die Beine hängen lassen, dann vielleicht auch mal wieder verstärkt die Beinarbeit dazu nehmen. Solche Übungen, einfach mal Teilbewegungen ausprobieren, das Ganze dann wieder zusammenzubringen auf den letzten 10 Metern, dass wir hier Stück für Stück auch wieder die technischen Merkmale akzentuieren, auf die es dann wirklich richtig ankommt. Und beim letzten 50er dieser 4x150 Meter stoßen wir uns gut von der Wand ab. Vielleicht machst du auch schon eine wettkampfmäßige Wende. Auch das wäre eine Variante, muss aber nicht sein. Hier geht es jetzt vor allem um die Unterwasserphase. Das heißt also kräftige Beinarbeit über 10 Meter. Schaffen wir das alle, mal Kraulbeinarbeit und dann ein, zwei Züge, sodass wir den Übergang in die ganze Lage auch schon mal einüben und einstudieren, um dann danach auch wirklich leistungsfähig zu sein.
Und dann können wir auch gleich in die Aktivierung hineingehen im Anschluss, nämlich 6x50 Meter. Dabei den ersten bis dritten 50er wie folgt geschwommen. 15 Meter Spurt ohne Abstoß, also aus Tempo 0, Dead Start heraus, das Tempo hochziehen und möglichst nach 15 Metern dann auf Maximaltempo befindlich zu sein, um die letzten 35 Meter dann locker auszupaddeln. Also easy going, wirklich sehr, sehr locker. Auch nicht in derselben Lage, sondern das darf ruhig dann in Rückenlage, das darf altdeutsch Rücken sein, das darf lockeres Brustschwimmen sein oder was auch immer. Hauptsache locker und wirklich ganz entspannt. Nummer 4 bis 6 schwimmen wir dann genau umgekehrt, nämlich die ersten 35 Meter das Tempo gemütlich aufbauen, die Technik stabilisieren, um dann aus dieser Gesamtbewegung heraus auf den letzten 15 Metern das Tempo hochzuziehen, so dass wir dann zum Anschlag hin einen echten Anschlagsprint produzieren können, wie im Wettkampf. Auch hier denk doch einfach mal daran oder stell dir vor, du wärst in einem olympischen Finale und es ging um jede Hundertstel Sekunde. Also mal aktiv auch an die Wand ran schwimmen und auch mit der entsprechenden Motivation das Ganze angehen. Es gibt dann noch mal die 2-3% mehr, die dir vielleicht bisher gefehlt haben oder die du dann im Anschluss daran nutzen kannst. Und dann wird es interessant. Ready für den Stresstest. Zweimal schwimmen wir das Ganze durch. Und das kann auch hier wieder mehrere Zwecke erfüllen. Einmal natürlich eine Wettkampfsimulation, dann einen Formtest und selbstverständlich auch eine sehr tiefe Trainingswirkung. Insofern haben wir hier doch viele positive Merkmale und das soll auch der Gegenwert sein für die Leistung, die wir einbringen, nämlich hochmotiviert in diese 6x50 hineinzugehen, die da wie folgt geschwommen werden. Den ersten 50er, wenn es geht, vom Startblock, also auch hier den Wettkampfaspekt berücksichtigen, im Idealfall natürlich mit einem Trainer, Trainingskameraden, der die Zeit stoppt dabei und dann mit jeweils 20 Sekunden Pause die restlichen 5x50 Meter hinten drauf geschwommen mit möglichst bestem Schnitt. Also auch da nicht groß taktieren. Das darf auch gerne mal hinten raus schief gehen im Sinne, dass der fünfte oder der sechste dann auch wirklich nicht mehr gut geschwommen wird. Denn auch das sind natürlich Lerneffekte, die wir hier produzieren wollen innerhalb dieser Serie. Und dann kann man auch in der Wiederholung für sich selber feststellen, wird das denn besser mit der Zeit, mit der Trainingszeit, um auch das Training auf seine Wirkung hin überprüfen zu können. Also viele wirklich tolle Merkmale. Wichtig ist vor allem, dass du dir etwas zutraust bei dieser Serie. Also nicht locker beginnen und dann schauen, dass es hinten raus noch ganz gut wird, sondern ruhig mal das Training auch nutzen, um vielleicht auch mal in kleinen Bereichen zu scheitern. Denn immer dann, wenn wir am Punkt des Scheiterns sind, haben wir es ja in der Hand, uns weiterzuentwickeln. Im Anschluss an die 6x50 Meter schwimmen wir 400 Meter locker. Also wirklich auch hier ganz locker rumgepaddelt, auch mal Wechselarme, Beine oder wenn es dir gut tut, auch mit Kurzflossen ein wenig, so dass wir im zweiten Durchgang die Leistung reproduzieren können, vielleicht auch nochmal wiederholen können. Wir haben ja schon über das Thema auch des Paketetrainings gesprochen, also Trainingspakete zu wiederholen, um zu schauen, wird das besser, ändert sich die Koordination, habe ich vielleicht ein besseres Wassergefühl, besseren Druck, wenn ich nochmal in diese hohen Intensitäten hineingehe. Also es wird sehr, sehr interessant in der zweiten Runde. Entweder nochmal in Hauptlage oder alternativ natürlich in der Nebenlage geschwommen. Als Tipp vielleicht auch hier nochmal für die Wiederholbarkeit, wenn du keinen Trainer hast, dann überleg doch mal, ob du das Ganze mit fester Abgangszeit schwimmst, so dass man, nehmen wir jetzt mal das Beispiel, die 50er könnten rein theoretisch geschwommen werden mit einem besten Schnitt in 40 Sekunden plus 20 Sekunden Pause. So könnte man also diese Serie mit einem festen Abgang von alle Minute starten. Das wäre dann auch ein Gerüst, das du dir so beibehalten kannst. Dann kannst du innerhalb der Trainingswochen, Monate, Jahre feststellen, ob du dich verbessert hast, dann bilde doch aus den 6x50 auch eine virtuelle 300 Meter Zeit. Dann hast du auch hier nochmal eine zusätzliche Angabe, denn es kann ja sein, dass du beim ersten Durchgang wirklich schnell angehst, so hinten raus, wir sagen ja gerne mal schlicht und ergreifend, ersäufst und beim zweiten Mal vielleicht nur eine halbe Sekunde langsamer angehst
und dann aber hinten raus dafür eine Sekunde schneller schwimmen kannst in den letzten 50. Auch das sind Lerneffekte, die ganz wichtig sind. Und deswegen ist es wichtig, auch solche Serien zu wiederholen, nicht nur einmal zu schwimmen und es dabei zu belassen, sondern zu testen, wie fühlt sich das beim zweiten Mal an. Und das kann ja, wie im Tipp auch genannt, ganz, ganz tolle Lerneffekte mit sich bringen. So, und ich lerne jetzt nochmal ein bisschen auch schwimmen. Bis gleich. Und jetzt kommt zum Schluss nochmal eine kleine Überraschung. Jeder Trainingsmethodiker würde wahrscheinlich sagen, was soll denn das jetzt? Nämlich 3x100 Meter, 25 Meter Spurt nochmal, im Idealfall vom Startblock plus 75 Meter locker. Warum trainiert man Schnelligkeitselemente am Ende einer solch intensiven Trainingseinheit? Macht das Sinn? Und ich kann nur sagen, ja, denn eine meiner Uni-Arbeiten, meiner Untersuchungen mit 20 Schwimmern hat damals ergeben, dass im Anschluss an ein anaerobes Trainingsset, so wie wir das ja hier haben, die Schnelligkeitsleistungen durchaus nochmal sehr, sehr gut sein können. Und das war signifikant so. Begründet habe ich das damals mit einem deutlich besseren Druckgefühl, mit einer besseren Technik, die sich ergibt über das hochintensive Schwimmen. Und deswegen wollen wir das mal ausprobieren. Denn der Umkehrschluss ist ja folgender: Wenn ich im Anschluss daran noch eine sehr gute Schnelligkeitsleistung produzieren kann, dann hilft es natürlich auch meinen Schnelligkeitsfähigkeiten. Ansonsten wäre ich ja nicht so schnell. So einfach kann man das auch mal herleiten. Deswegen gilt es für dich, das einfach mal auszuprobieren. Vielleicht klappt es, vielleicht nicht. Wenn es nicht geklappt hat, dann weißt du, dass du dich bei den 2x6x50 wirklich maximal verausgabt hast und dass dir vielleicht auch hier noch ein wenig Stehvermögen fehlt. Auf jeden Fall ganz wichtig, Lerneffekte. Immer wieder Lerneffekte produzieren, sicher werden bei dem, was man tut. 3x100 Meter, danach 200 Meter ausschwimmen. Und das war es, ein wirklich interessantes Trainingsprogramm mal wieder, das dich inspirieren soll, vielleicht auch nur Teile zu entnehmen, aber vom Grundprinzip auch hier wieder mal Dinge auszuprobieren, zusammenzunehmen, die im ersten Moment vielleicht gar nicht so zusammengehören oder auch die Methode nach den Paketen, also auch hier wieder das Training variabel gestalten, um möglichst viel Informationen und Trainingseffekte für sich dabei herauszuholen. So machen wir das. So, geschafft für heute. So, ich nehme dich mal mit aus dem Becken heraus. Oh. Ja, manchmal ist es echt schwer, dann überhaupt noch aus dem Becken herauszukommen. Ich habe es geschafft, du auch. Wie gesagt, eine schöne Trainingseinheit. Versuch ausgeruht in diese Trainingseinheit hineinzugehen, denn nur dann wirst du sie auch auf dem erforderlichen Intensitätsniveau durchführen können. Viel Spaß damit und damit sage ich vielen Dank für den Daumen hoch, den du mir wahrscheinlich schon gegeben hast für dieses Video auf YouTube, das Video teilen natürlich. Und wenn du dich mal informieren möchtest über unsere Angebote hier auf Teneriffa, dann klick mal da oben, erscheint der Link auf die Seite t3-training.de und dann trainieren wir hier gemeinsam vielleicht mal auch den Stresstest im Kleinen und noch viele andere Dinge, die dir helfen, deine Schwimmperformance zu steigern für Schwimmer, Masterschwimmer, Freiwasserschwimmer, Triathleten, Hobbyschwimmer, also für alles etwas dabei, viel Theorie, viele Trainingserlebnisse, die wir hier ermöglichen. Und insofern freue ich mich drauf, wenn wir uns mal, du und ich, hier persönlich kennenlernen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss aus Teneriffa.